Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind nun Champ von Alola geworden. Der erste Champ Alolas, um genau zu sein. Ja, nun geht's mit der Afterstory los. Und werden anscheinend erstmal von unserer Mutti begrüßt. Na, mein Schatz, du musst ja ganz schön geschafft gewesen sein, so tief und fest, wie du geschlafen hast. Alola. Seht mal, wen die Meeresbiete reingewählt hat. Ich bin's, Tali. Mauzi, verjag ihn. Oh, das ist ja ein Mauzi aus Kanto. Hui, und wie die Münze auf seinen Kopf glitzert. Mautz. Ah, übrigens, diese wunderlichen Leute haben hat ihr gesucht, Sky. Also, worauf warten wir noch? Der Champ von Alola, besser zu tun, als zu Hause umzocken, oder? Okay. Ich komme ja schon. Sky, ich wollte dich dazu beglückwünschen, dass du zum ersten Champ von Alola gekürt wurdest. Der Entscheidungskampf zwischen dir und Tali war bestimmt eine hochspannende Angelegenheit. Dürfen wir uns erlauben, den frisch gebackenen Champ um etwas zu bitten? Auf Pony ihren Ultra-Bässchen umher. Sie sind gewiss durch die Ultra-Pforte, die am Podium auf Pony geöffnet wurde, hierher gelangt. Wir verfügen nicht über die nötige Kraft, ihnen beizukommen, weshalb wir dich gerne um Hilfe bitten würden. Puikron, ich komme auch mit. Sehr schön, wir zählen auf dich, Tali. Wir wollen gerade eine Pony aufbrechen. Möchtest du gleich mitkommen? Okay. Dann machen wir es mal auf den Weg. Alter Pfad von Pony. Der Creepy Dude, den haben wir aber schon besiegt. Geil, hier drüben. Vielleicht laufen wir einer Ultra-Bässe über den Weg, wenn wir zum Ball vom Pony gehen. Meine liebe Sky, herzlichen Glückwunsch, du hast es tatsächlich geschafft, Champ von Alola zu werden. Mir ist zu Ohren gekommen, dass bei deinem entscheidenden Kampf gegen Tali ordentlich die Post abgegangen sein soll. Und nun richtet ihr beiden euer Augenmerk also auf die Erforschung der Ultra-Bestien. Ich möchte euch nach Kräften unterstützen und habe euch deshalb eine kleine Stärkung mitgebracht. Dankeschön. Wow, klasse. Fuego ist ja auch total fanat. Also sah das. Vielen Dank. Gladio hat mir dieses Typ 0 hier anvertraut und mich gebeten, es dir zu übergeben. Gibt mehr als eins. Okay. Aber was will ich denn mit einem Typ 0? Ich habe ja nicht mal die Module. Ding wiegt. Wow, das ist größer als ich. Und wiegt einiges. Na gut, bei 1,90 geht es noch. Ich überlasse dir auch alle Discs, die seine nächste Entwicklungsstufe Amigento für den Formwechsel benötigt. Du erhältst viele Discs. Typ 0 hat viel Zeit in Laborräumen verbracht. Ursprünglich wurde erforscht, ob es im Kampf gegen die Ultra-Bestien eingesetzt werden kann. So ein Trainer wie du, Sky, kann ihm zeigen, dass es in dieser großen, weiten Welt noch mehr gibt als das. Menno, dieser Gladio will mir einfach nicht die Möglichkeit geben, noch stärker zu werden. Weil, sage ich dir, sobald er von seinem Training wieder zurück ist, fordere ich ihn zu einem Kampf heraus. Aber erstmal male ich mich zum Ball vom Pony auf. Bis später. Die Mitglieder des Ultra-Forschungsteams haben sich übrigens ebenfalls zum Ball vom Pony begeben. So, so, haben sie das. Dann tun wir das wohl auch mal. Schön, dass ihr gekommen seid. Hier im Ball vom Pony irren ein paar Ultra-Bestien umher, die unter den Namen Muramura bekannt sind.
Da ihnen hier alles ziemlich fremd erscheinen muss, ist davon auszugehen, dass sie alles und jeden angreifen, den sie erblicken. Hier sind ein paar Ultra-Bälle. Man kann sie im Ätherparadies erwerben, doch ich habe einige auf Kosten des Hauses erhalten. Dankeschön. Der Tali, die sind für dich. Wow, klasse, danke. Wenn uns Bälle gibt, dann wollt ihr bestimmt, dass wir die Ultra-Bälle fangen, oder? Die Entscheidung überlassen wir euch. Es liegt einzig das Wohl der Muramura am Herzen. Der Fall von der Gosma hat uns deutlich gezeigt, dass wir nicht versuchen dürfen, uns diese Wesen untertan zu machen, sie zu beherrschen. Ausgangspunkt und Ziel unseres Handelns darf ausschließlich ihr Schutz sein. In diesem Sinne wäre es sowohl für uns als auch die Muramura selbst das Beste. Ihr würdet sie fangen. Oh Sky, dann wollen wir dem Muramura mal helfen. Zeigt euch, ihr Muramura! Ich will erstmal den Typen da bekämpfen. Die Pokémon können warten. Erst den Typen und das Item da. Muss ich gerade überlegen, Muramura. War das dieses Mauerviech da? Was mega tanky ist, aber ich glaube, das war's. Wir werden es sehen. Den Ultra-Besten kenne ich jetzt auch nicht wirklich aus. Die haben eine relativ interessante Typenkombination häufig. Turmkick und er trifft. Oh nein. Aber ja, ansonsten geht es eigentlich, ne? Sind halt ein bisschen stärker als so als einige andere Pokémon. Ich glaube, irgendwo um 500 bis 600er Base-Bereich sind die. Ja, hätte ich eigentlich schon fast nochmal einen Trank benutzen können, also einen Supertrank, aber was soll's. Komm ich eigentlich noch weiter? Theoretisch ja. Okay, da tauscht schon mal eine Ultra-Base auf und es ist diese Mauer. Das Ding hat doch schon eine hohe Verteidigung und es erhöht die noch mehr. Wow. Level 60, not bad. Du überlebst doch mit Sicherheit eine Schaumserenade, oder? Okay, dann wohl nicht. Ja, aber die geben gute Erfahrungspunkte. Geil, hier drüben. Muramura war zu stark, ich konnte es leider nicht fangen. Das macht nichts, es wird sich wohl erstmal eine Weile verstecken und keine anderen Pokémon mehr angreifen. In der Zwischenzeit werden wir unsere Daten analysieren und später können wir es gemeinsam mit der Ada Foundation fangen. Es scheint so, als irrten hier noch immer noch einige Muramura umher. Gut, dann wollen wir die mal schnell einfangen und dem Unterforschungsteam übergeben. Da liegt ja sogar noch ein Item, ein Top-Trank. Okay, Wasser ist effektiv. Das mal Grandias nach vorne. Aber allerdings wirklich keine Ahnung, was für ein Typ das Teil hat. Boden, Gestein, irgendwas in der Art. Möglich ist es. Was ich jetzt einfach mal mache. Ich weiß, normale Pokebälle sind gegen Ultra-Bestien nicht so gut, aber ein Slotball sollte ja wohl funktionieren. Naja, gut, okay. Das Teil hat ein Auge im Hinterkopf. Okay, es ist ein Stahl-Pokémon, weil Giftattacken nicht effektiv sind. Oder halt keine Wirkung haben. Interessant. Ich muss nochmal heilen. Es ist dann Stein, Stahl oder irgendwas, weil
Es muss ja irgendwas sein, wo Wasser gegen effektiv ist. Da wäre dann meine Vermutung. Stahl. Gestein oder Stahlboden. Oder irgendwas in der Art. Nochmal einen Trank benutzen. Das Ding macht aber ziemlich guten Schaden, ne? Und spammt irgendwie nur Eisenschädel. Kannst du auch noch was anderes? So, wo haben wir denn die Ultrabälle? Zu viele Bälle. Da, Ultraball, los! Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schwächen muss. Oder ob ein Ultraball sogar ein 100% Catch ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich in der Tat nicht. Oh, warte mal. Stimmt, wir werden es doch jetzt sehen, was für einen Typen das hat, ne? Wir werden es doch jetzt sehen. Gesteinstahl, okay. Alter, 820 Kilo wiegt das. Not bad. Wir haben das Mora in Empfang genommen, das Teil, die gefangen hat. Dies dürfte uns die erforderlichen Daten liefern, um in Zusammenarbeit mit der Aether Foundation Maßnahmen zum Schutz der Ultrabestien zu ergreifen. Vielen Dank, dass ihr uns bei diesem Problem geholfen habt. Es verwundert nicht, dass gerade euch beiden die Ehre zuteil wurde, um den Titel des Champs von Alola zu kämpfen. Wir verabschieden uns nun bis auf Weiteres, doch das wird gewiss nicht unsere letzte Begegnung gewesen sein. Oeko, haben die Kämpfe gegen so starke Gegner auch viel Spaß gemacht. Lass uns jetzt aber erstmal kurz nach Hause vorbei. Warum? Lass mich die Route noch weitermachen. Mann, ey. Hallo, du nährst. Wir sind wieder im Mystery Dungeon. Jetzt hat es Sky zum Champ geschafft und hier stehen immer noch Kartons herum, die weggeschafft werden müssen. Komm, Mausi, heute ist der Tag, an dem mit der Unordnung den Kampf ansagen. Schon wieder Besuch. Na nun, wer könnte das sein? Hallo Chris. Sky, ich... tut mir leid, dass ich auf was reinplatze. Ich war ein bisschen in Eile. Ist das ein Freund von dir, Sky? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin die Mutter von Sky. Was? Ihre Mutter? Ich heiße Chris. Oh Mann, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Gut, tut mir leid, ich muss mich erstmal beruhigen. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, Sky. Mir aus dem Nichts ist eine geheimnisvolle Truppe von Tunichkuten aufgetaucht und sie... Sie haben den Festivalblaster an sich gerissen. Ein R? Kennen wir das nicht? Ohne jegliche Vorwarnung verzerrte sich das Raumgefüge des... Festivalblaser und der Programmcode wurde überschrieben. Deshalb sieht das Schloss auch so anders aus. Findest du, irgendwie hat die Atmosphäre an Bosskampf-Levels aus Videospielen. Könnte sein, dass ich... Mann, Stimme. Könnte sein, dass ich das alles ein kleines bisschen cool finde. Als höchstem Thema, es gehört einiges dazu, meinen perfekten Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden, selbst wenn sie einen Fehler im System ausgenutzt haben sollten. Wer immer den Festivalblaser übernommen hat, es sind keine Amateure. Sky, wolltest du mir bitte helfen, den Festivalblaser zurückzuerobern? Mit einem Champ wie dir an meiner Seite habe ich selbst vor dem übelsten Gegner keine Angst. Okay, dann mal los. Es ist Team Rocket! Halt, wer seid ihr? Und wie seid ihr hier reingekommen? Eigentlich dürfte niemand Zutritt zum Rocket-Schloss haben. Ich habe Administrativ... Antimimini... Du hast was?
Versuch ja nicht, mich mit schwierigen Wörtern durcheinander zu bringen, du Nerd. Wie auch immer. Dieses Schloss wird jetzt von uns kontrolliert. Wir haben hier alles lahmgelegt und egal wer ihr seid, wir können rein gar nichts daran ändern. Sieht aus, als hätte ein gewisses Team Rocket das den Festivalblaser übernommen. Das scheinen nicht die üble Gestalten zu sein. Aber er sagt, dass Team Rocket hier alles lahmgelegt hat. Was meinte er damit? Gib mir einen Augenblick, um die Lage genauer zu analysieren. Verstehe, so ist das also. Wir haben mit Hilfe eines Programms dafür gesorgt, dass wir im Schloss keine Pokémon aus unseren Teams mehr verwenden können. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Team Rocket ohne die Hilfe unserer eigenen Pokémon aus dem Schloss vertreiben können. Okay. Und Sky ist ja eine Methode eingefallen, mit der wir Team Rocket von hier vertreiben können. Das Öffnen der Ulterpforten führte zu einer Verzerrung und bla 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 bla. Das hat also nichts. Okay, ich schätze mal, sie ist die Einzige, die hier irgendwas Relevantes sagt. Und Sky, ja, ja. Die Kampfagentur, aber natürlich. Wenn wir die Kampfagentur nutzen, können wir einfach die Pokémon alle in den Kampf schicken. Es macht nichts, dass wir unsere eigenen nicht einsetzen können. Brillant. Warte kurz. Ich greife mit meinen Admin-Rechten auf den Debug-Modus zu und starte den Empfang neu. Geschafft, jetzt haben auch wir Zugriff auf die Kampfagentur. Aber mehr kann ich im Moment leider nicht tun. Dann mach du dir die Kampfagentur zunutze, um Team Rocket zu besiegen. Ich werde dabei versuchen, meine übrigen Zugriffsrechte zurückzubekommen. Ist das jetzt so ernsthaft so ein Leihscheiß? Ja. Nerv mich nicht. Okay. Na dann. Hey, wir haben eine Sonnenbrille. Zunächst möchte ich dir die Täter vorstellen, die an der Seite kämpfen werden. Ja, irgendwelche Randoms. Hey, wer bist du denn? Egal, dich mach ich platt. Cooler Remix. Wow, gut attacken kannst du. Was hab ich denn sonst noch? Wie Hornio und Wailord. Ja, not bad. Mondgewalt, los! Das war ja... Ist mich verarschen? Gegner Flinch? Direkt werden wir geflincht, ernsthaft? Meine Güte, fängt ja schon wieder toll an hier. Und es trägt eine Zitobeere. Eine Sinelbeere, wow. Eine Sinelbeere, das ist ja unfassbar. Ein Gollbutt.
Ja gut, sie haben natürlich die typischen Team Rocket Pokémon, ne? War ja abzusehen. Aber da kann der Typ hier mit seinem Bihornio mal ran. Nein, wir werden toxinisiert. Wollte der es ernsthaft bis gegen einen Fee einsetzen? Komm nochmal. Jawoll, ja. Hast du gut gemacht, Fan. Ein Arbok. Giftstachel. Really? Kommst du mit Giftstachel an? Das Ding ist auf Level 50, als ob das nichts Besseres könnte als Giftstachel. Naja, gut. Es sind wahrscheinlich doch ihre eigenen Pokémon. Und da ist es dann ehrlich gesagt kein Wunder, dass die so scheiße sind. Unmöglich, wir konnten nicht gegen ein Kind verlieren. Hey, es ist nicht erlaubt, die Pokémon Undertale so unverschämt gut einzusetzen. Schnappt ihr euch! Dieses Schloss verkörpert die Ziele und Ideale von unserem Boss. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Stümper es uns wieder wegnehmen. Oh, gerade noch rechtzeitig Systemwiederherstellung eingeleitet. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu tun. Chris setzt ab in... Stativen Kick ein. Das ist sehr effektiv gegen Team Rocket. Oh, das war Rettung letzter Sekunde. Danke für deine Hilfe, Sky. Weil du die ganze Aufmerksamkeit von Team Rocket auf sich ziehen konntest, hatte ich genug Zeit, um meine Admin-Rechte wiederzubekommen. Mit Hilfe meiner Befugnisse habe ich den Mitgliedern von Team Rocket auf unbestimmte Zeit die Zugriffsrechte entzogen. Anders gesagt, wir sehen diese Typen hier nie wieder. Außerdem konnte ich den Festivalblaser zum Großteil wieder in seine ursprüngliche Form zurückversetzen. Ja, das Schloss, das mag von den Mörkern entworfen worden sein, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Weißt du was, ich füge es einfach als eine mögliche Schlossgestaltung hinzu. Und oben drauf gibt es noch Bossdaten, die passen einfach perfekt dazu. Wenn du die Gestaltung des Schlosses ändern möchtest, solltest du den Festival Blaster Rang erhöhen. Natürlich bekommst du auch noch ein Geschenk von mir. Ein Fluchtknopf. Ich bin wirklich froh, dass du an meiner Seite warst, Sky. Vielen Dank. Also dann gehen wir. Schau dir das mal an, Sky. Unser Mauti hat eine neue Attacke erlernt. Mauti setzt Anschalter ein. Eleganter geht es kaum. Es muss sie von mir abgeschaut haben, wie ich immer den Fernseher ein- und ausschalte. Hier sind die Nachrichten mit einer Sondermeldung. Zur Stunde hält die Aether Foundation eine Pressekonferenz zu den schwarzen Wolken ab, die über Pony gesichtet wurden. Wir schalten nun direkt zum Ort des Geschehens. Viele von ihnen werden aufgrund der Berichte über die schwarzen Wolken, in denen Pony versunken ist, verständlicherweise besorgt sein. Wie wir nun berichten können, steckte hinter diesem Phänomen eine zuvor unbekannte Ultra-Bestie namens Necrozma. Sie kam über eine Ultra-Pforte zu uns, an der Verbindung zwischen ihrer und unserer Welt, um das Licht der Alola-Region zu stehlen. Das Licht stehlen? Necrozma, was soll das bedeuten? Aber sie können beruhigt sein. Im Einsatz eines mutigen Trainers haben wir es zu verdanken, dass die Krise abgewendet werden konnte. Alola wird nicht von der Dunkelheit verschlungen werden.
Wir von der Aether Foundation werden unermüdlich an der Erforschung dieser Ultrapforten arbeiten, um zu gewährleisten, dass sich derartige Ereignisse nicht wiederholen können. Genauer gesagt, werden wir uns insbesondere mit der Erforschung Portale? Was ist das etwa? Eine Ultrapforte hier? Wie ist das möglich? Wer in aller Welt sind sie? Ja, der Aether Foundation verfügt über äußerst wertvolle Technologien aus anderen Welten. Er kann nur davon besseren Gebrauch machen als Team Rainbow Rocket. Geht diese Ultrapforte auf Ihr Konto? Warten Sie! Frau Präsidentin, nein! Hallo, könnt ihr mich hören? Durch ein unerwartetes Ereignis ist hier das totale Chaos aufgebrochen. Im Rainbow Rocket, ist das irgendeine schlechte Show? Und ja, so wie in Alpha Sophia und so, gibt es ja auch noch eine Bonus-Episode. Du hast wie gebannt auf dem Bildschirm, Sky, ist irgendwas passiert? Ah, Mann, nerv mich doch nicht als. Huch, wer könnte das sein? Sky. Oh, Lilly, Alola. Alola, tut mir leid, dass ich einfach unangemeldet hier auftauche. Ach, das sind wir gewohnt. Ich war bis eben im Pokémon-Labor, Nachrichten schauen. Hast du auch gesehen, was passiert ist, Sky? Eine Ultrapforte. Sie hat sich mitten in der Pressekonferenz geöffnet und dann ging es drunter und drüber. Vielleicht sollte das alles ja nur ein Teil einer merkwürdigen Show sein. Ich bin mir sicher, dass es meiner Mutter gut geht, bestimmt, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und schaue im Äther bei dir vorbei. Entschuldige bitte die Störung, ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Bis bald. Ist Lady etwa schon wieder gegangen? Wie schade. Die Ärmste sah so besorgt aus. Aber wenn sie sich dir anvertraut hat, ist bestimmt bald alles wieder im Lot. Ich kann mich bewegen, oh mein Gott. Gut Leute, dann würde ich sagen, das war's mit Pokémon Ultramond für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch gelassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen und was nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann mit der Rainbow Rocket Bonus-Episode beginnen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.